Moin Moin! Willkommen zurück! Evil Within! Das Grauen geht weiter. So, wir haben uns in dieses Haus geschlichen, den Resonanzen sind wir gefolgt. Und jetzt gehen wir halt dort rein. Huch, ich dachte, jetzt passiert irgendwas Großartiges. Nein, es passiert gar nichts. Da ist eine Luke, können wir die aufmachen? Okay, da geht's runter. So, wir sind immer noch auf der Suche nach neuen Waffen. Zumindest welche zu finden, weil sonst wird das echt ein bisschen... Okay, also richtige Waffen haben wir hier nicht. Hier ist ein Serverraum. Da ist Computer. Dieser Computer funktioniert noch. Fast zur... Okay, noch ein Computer. Okay. Das sieht ja mal schräg aus. Na gut. Ach, ich dachte, das wäre jetzt so eine Vorratskammer, wo ich Munition und so bekommen, aber nö. Guck mal, da liegt noch was. Doch hier. Okay, wir haben Pistolenmunition 3 Stück bekommen. Das ist jetzt nicht die Welt. Da habe ich mir mehr erhofft, muss ich zugeben. Na gut. Kann aber noch rausgehen hier, dann machen wir das. Okay, hier ist nichts. Taschenlampe machen wir mal an, sicherheitshalber. Hier ist ein Plan. Okay, kann ich nichts drauf erkennen. You are here. Da bin ich gerade. Okay. Ah, hier ist eine Pflanze. Perfekt. Mein Gott. Ja, puha. Oh, ich höre hier irgendwas. Oh. Eine gruselige Tante da hinten. Kannst du heranschleichen? Oder sieht die mich sofort? Vielleicht hört die mich auch besser hier. Ich muss aufpassen, die liegt doch wieder auf dem Boden, nicht, dass sie auf Glas treten kann. Ich traue mich gar nicht heran. Wie viel Munition habe ich noch? Nachgeladen habe ich auch, okay. 9 Schuss. Also der Kopf ist natürlich wieder die Stelle, wo man am liebsten treffen sollte. Was passiert denn da? Knacks und knacks. Also sie dreht sich. Okay, sie bleibt ziemlich lange stehen. Dann muss ich das gleich nochmal machen, wenn sie zurückgeht. Sie hat ein Messer in der Hand. Wenn sie so lange stehen bleibt, dann gehe ich ran. Und dann kill ich sie von hinten. Müssen wir natürlich kurz warten. Steht sie jetzt auch so lange da noch? Im Endeffekt ist uns ja egal, wie lange wir warten müssen, aber... Okay, sie ist jetzt. So, du blöde Kuh. Okay, das hilft nicht. Scheiße, ey, 6 Schuss verballert an die blöde Tante. Dämliche Tusse, ey. Echt. Dämliches Zombie-Viech. Scheiße. Naja. Gut. Warum ist sie nicht totgegangen von dem Messerstich? Wie gemein war das denn bitte sehr? Das ist von den Programmierern aber auch echt blöd gelöst. Muss ich mal zugeben. Okay, da geht's noch runter. Mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Ich irgendwas verpasse. Scheint nicht. Da sind Kisten, die können wir kaputt hauen. Vielleicht finden wir was Wichtiges. Mal gucken.
Okay. Kam da aus diesem komischen, gruseligen Loch. Was ist das hier oben? Metallrohr. Ein Stück eines Metallrohrs mit rostenden Enden. Als Schläger nicht unbedingt geeignet. Außerdem hast du ja Schusswaffen. Bei diesen Kommandanten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay. Geil. So, Waffenteile haben wir auf jeden Fall richtig gut viele gefunden jetzt. Dann lass mal gucken, ob wir hier... Das Licht mal aus. Oh, da schlägt jemand auf Fleisch ein. Okay, es kommt von da. Gut. Hoffentlich können wir den mit einem Stich killen, sonst ist es echt langsam blöd. Ja, ich glaube wohl. Okay, also Gel sammeln wir langsam gar nicht mal so wenig. Da können wir auf jeden Fall was verbessern. Da irgendwas hier? Ne. Geh hier rein. Was ist das? Was leuchtet denn da so? Was ist das? Ein Sicherungskasten? Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust drauf abfeuerst. Cool. Hab ich leider nicht. Okay. Was ist das hier? Amplitude und Frequenz anpassen. Warte mal. Oh. Ach man, war doch gerade da. Okay. Kommt hier rein und denkt, oh, das könnte die Waffenkammer sein hier, oder? Da liegt zumindest eine Waffe. Nein, nur Munition. Da liegt auch irgendwas. Das sieht auch aus wie eine Waffenkammer hier. Hier machen wir mal auf das Ding. Wunderbar. Sowas brauchen wir. Sieh an. Die nehme ich. Die nehme ich gerne. Hier bestimmt noch mehr Waffen drin, oder? Okay. Teile und Schießpulver, okay. Da können wir auf jeden Fall Munition machen. Ist hier irgendwas drin in den Kästen? Anscheinend nicht. Da ist noch was, okay. So, wir müssen gucken, ob unsere Schrotflinte. Okay, 3 Schuss hat die nur. Also, kann sie maximal drin sein. Das ist noch nicht so schlimm. Jetzt natürlich die Frage, können wir jetzt einfach freies Geleit nach draußen oder kriegen wir jetzt Monster überall? Dass wir unbedingt die Schrotsachen verballern müssen. Wahrscheinlich, ne? Okay, das haben wir noch nicht, diese komischen Armbrustbolzen. Egal. Oh, jetzt steht er da hinten auf. Das gibt's doch gar nicht. Reicht das? Das reicht zumindest. Okay, das ist natürlich blöde. Jetzt hat man gerade eine Schrotflinte, jetzt muss man die verballern, weil irgendwelche Viecher hier kommen. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Naja. Hoffen wir mal, dass nicht so viele andere hier noch sind. Ich weiß, ich könnte gar nichts sehen, ne? Ich mache mal Licht an. Okay, vielleicht war es auch nur ein Gegner. Das wäre ja auch nicht schlecht gewesen. Ich glaube es zwar nicht, aber egal.
Na klar. Okay. Oh nein! Was? So. Okay, zwei Schuss haben wir noch. Wie ärgerlich. Aber natürlich gut, dass die Schießpulver fallen lassen. Das heißt, daraus können wir uns wahrscheinlich was Neues machen. Ne? Mal gucken. Schauen wir kurz. Schrot könnten wir daraus machen. Brauchen wir 8 Stück, um einmal Schrot zu machen. Das finde ich aber auch ganz schön happig. Na gut, dann machen wir erstmal hier was raus. So. Okay, so. Hier ist irgendwas drin. Hast du so eine Statue, okay? Und wieder ein Schlüssel. Gut, vielleicht können wir den wirklich benutzen, wenn wir zu dieser Tatjana nochmal kommen, dass wir den für irgendwas benutzen können. Okay. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich die Schrotflinte beibehalten sollte, weil hier bestimmt gleich irgendwas Blödes kommt. Sind aber gleich schon wieder oben, ne? Ja, okay. Warum trittst du dir auf, du Affe? Schade, dass wir gar nicht mehr Computersachen, hier Munition oder so gefunden haben. Na gut. Aber jedenfalls haben wir eine Schrotflinte, das ist schon mal gut. Jetzt geht's wieder zurück. Okay, jetzt lädt er da oben noch. Jetzt kann ich hier einfach weiterlaufen. Ich muss erstmal fertig laden. Wenn er fertig geladen hat. Dann stehe ich wieder für meinen Computer. Genau, okay. So wie gerade eben. Und dann sind wir jetzt wieder im Büro. Beziehungsweise nicht im Büro, sondern in dem Keller. Gut, dann können wir hier wieder rausgehen. Dann müssen wir das andere Haus nochmal untersuchen, was wir da gesehen hatten. Vielleicht finden wir da ja eher mehr Munition noch in dieser Lackiererei oder was er da gesagt hat. Sicherung. Eine kleine Sicherung aus einem elektrischen Verteiler. Leider jetzt nicht möglich, den Verteiler zu reparieren, aber du kannst sie zum Bauen benutzen. Perfekt. Hatten wir die nicht schon alle eingesammelt, die Teile? Naja, ist doch gut, wenn es nochmal Teile gibt. Ach du Scheiße, Scheiße, Scheiße. Er schleppt gerade eine Leiche weg da. Da kommt noch einer. Und mit einer Axt, okay. Da raus komme ich wahrscheinlich nicht. Gucken wir, was hier im Bad noch irgendwas ist, was wir übersehen haben. Da oben zumindest gibt es nochmal ein bisschen Leben. Das kann uns auch mal ruhig geben. Denn wir haben nicht volles Leben. Obwohl, geht noch, ne? Ist die andere abgehauen?
warten, bis sie wieder wegrennt, damit ich den Typ von hinten killen kann. Ich will so wenig Munition wie möglich verballern. Wenn sie jetzt nochmal auf die andere Richtung rennt, dann können wir, glaube ich, ihn killen und wieder abhauen. Hau ab, du blöde Kuh! Oh, dann läuft die Sau! Oh, komm schon! Oh! Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht! Ich habe ihn nicht mehr gesehen, oh! Das ist so blöde, du! Der Laufen-Button, der sitzt genau auf diesen... Ja, genau auf dem Steuerknopf auch, ne? Das ist echt blöde, weil man, wenn man mal nach vorne gehen will langsam, dann drückt man so drauf, dann sprintet der schon los. Blöd. Na gut. Weiß nicht, was ich jetzt alles machen muss noch hier, aber ich glaube nicht so viel, ne? Ja, gut. Gut. Ah, das ist ja wieder ärgerlich, oder? Nein, nicht laufen. Was ist nervig mit diesem Laufen? Ist wirklich blöd. Ich kann sie auch direkt killen. Mal gucken. Okay. Na, blöde. Zumindest kommt kein anderen, aber es war trotzdem sehr blöde von mir. Aber naja. Echt blöde. So, jetzt haben wir hier keine Munition. Kann auch nicht nehmen. Ich kann aber kurz Munition bauen. Natürlich nicht. Da fehlt uns natürlich ordentlich was für. Gut. Egal, wir müssen auf jeden Fall das andere... Mal kurz gucken. Wir gehen nochmal zu dem hier hin. Guck mal, was da passiert, wenn wir da hinkommen. Ärgerlich ist das, ärgerlich. Achso, sollen wir vielleicht andere Waffe nehmen? So. Jetzt haben wir zumindest eine Schrotflinte. Vielleicht finden wir in dem anderen Gebäude ja nochmal ein bisschen Munition, die wir dann wieder verbrauchen werden für irgendwelche bescheuerten Zombies, die wieder im Weg sind. Die Garage sieht auch super einladend aus. Oder? Die Frage, geht man in diese Garage rein, weil man glaubt, man findet coolen Loot? Oder geht man da nicht rein, weil man weiß, es ist eh nur eine Falle. Es blinkt und blinkt und alles, aber es wird eine dicke Falle sein. Es wird eine Falle sein. Ich guck kurz, ob man von hier hinten irgendwas machen kann. Mal umschleichen hier. Das ist der Zaun, okay. Halt. Da konnte mich auch gerade jemand sehen. Ach, der Typ da oben konnte mich sehen, okay. Na gut, wenn wir jetzt einmal außen rumgehen, dürfte er nicht so schnell kommen, oder? Tja, welcher von denen steht auf? Der, der liegt? Oder der hintere? Man weiß es nicht. Ja, okay. Ich glaube, der hintere wacht auf. Der da, der ist schon so verbeult. Ja.
Es ärgert mich so dermaßen, dass man so viel Munition verballert, aber was soll's. Der da draußen, da sieht er irgendwo jemand was und hat was gehört und weiß nicht, was er machen soll. Aber jetzt sind wir wieder versteckt und da passiert wieder nichts. Das ist ärgerlich. Na, steht da wieder einer vor mir? Okay, ist vielleicht ein bisschen laut. Wir müssen mich wieder hinten hin. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass uns wirklich hier echt nur schleichen und schleichen und schleichen, weil man da wirklich Angst hat, die ganze Zeit gekillt zu werden. Ist die Frage, welchen Weg wir gehen müssen. So, könnt ihr gerade gucken. Ich bin jetzt hier und ich muss da irgendwie rum. Aber ich kann die Straße da längs, also gehen wir lieber die Straße längs, glaube ich. Gut. Hier waren wir ja schon. Hier kam uns ja das eine Mädel da entgegengeglitten, was wir dann gekillt haben, um sozusagen die Pflanze zu bekommen. Wen haben wir auf dem Dach hatten wir gekillt, das heißt, so viele dürften hier gar nicht sein, die uns hören können. Hoffe ich zumindest. So, jetzt wird es spannend. Welchen Weg gehen wir? Ich glaube, ich würde erstmal auf die andere Seite gehen. Hier dürfte ja keiner mehr kommen. Die sind ja ganz da hinten. Ach, Leute. Ich sag euch doch, da pumpt die Pumpe. Warum sind das immer so viele da drüben? Ich glaube, wir gehen mal hier in diese Hütte rein. Okay. Nägel, diese langen Edelsteine werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapnelle. Wie kann man denn nützliche Gegenstände herstellen? Okay. Hier ist sogar eine Werkbank, ich glaub's nicht. Wie cool ist denn das? So, was ist denn hier drin? So, dann wollen wir mal gucken, was wir herstellen können hier. Uiuiui. So. Herstellung, Waffenverbesserung. Wir gucken mal bei der Waffenverbesserung. Wir haben genug Waffenteile. Die Nachladezeit, die Magazingröße, die Feuerrate. Okay. Oder bei der Schrotflinte. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Ich glaube, die Waffe müssen wir ein bisschen... ...20 Teile und wir können sie von 6 auf 7 erhöhen. Okay, wir müssen mal kurz durchgucken. Das wäre nicht jetzt irgendwas... Die Nachladezeit wäre natürlich auch kühler. Wenn die halber... Und das ist mir nicht so wichtig. Die Feuerkraft ist eigentlich nicht schlecht, sondern da ein bisschen mehr Schaden macht. Da brauchst du 90 Teile für, um auf 120 zu kommen. Das machen wir mal. Feuerkraft, Magazin, Feuerwarte. Okay. Ein bisschen Magazingröße kann ruhig höher. Was denn hier mit? Magazingröße. Oh, bitte. Das ist schon schöner, wenn man da ein Dings mehr hat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug gemacht. Jetzt kommen wir bei der Herstellung. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen. Ah, wir haben leider nicht so viel. Macht nicht so viel Sinn, aber das können wir machen. Mal gucken, ein Leben mehr dazu.
Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal was, ein bisschen was verbessert. Zumindest macht die Messwaffe ein bisschen mehr Schaden jetzt, was natürlich sehr cool ist. Und wir können eine mehr mit reintun. Hierfür hatten wir gar keine Munition mehr, ne? Ne, gut. Gut. Gehen wieder raus. So, da hinten ist es, glaube ich, jetzt richtig schwierig, längs zu gehen. Denn mir fällt gerade auf, dass so viele Leute rausgerannt gekommen sind. Das hier muss auf jeden Fall geschlichen werden. Ich mache das Licht mal aus. Ich weiß nicht, ob die Pflicht reagieren oder nicht. Aber es ist mir einfach zu unsicher. Hier waren wir ja schon mal. Da ist die andere Axt. Ist die Frage, ob man hinter dem Haus längs geht oder vor dem Haus. Da ist der Zug, wo wir drin waren, wo die uns überfallen haben und wir wirklich null Chance hatten, da rauszukommen. Dann gehen wir jetzt mal hier längs. Mutigkeit wird hier immer belohnt mit ein paar Sachen, muss man zugeben. Denn wenn man in die schwierigen Wege geht, kriegt man noch ein bisschen mehr Loot, aber... Jetzt wollen wir erstmal zu dieser Lackiererei. Das wird ja die Hütte hier vor uns sein wahrscheinlich. Und da wird der andere wahrscheinlich drin sein. Vielleicht ist er auch schon tot, man weiß es nicht. Da hat er ja zumindest, wollte er die ganzen Menschen ja da drin killen, bevor die sich verwandeln, was natürlich auch echt frech ist von ihm. Also ich frage, ob die uns da drin sehen können oder ob die uns nicht sehen können. Da waren einfach zu viele Leute drin, oben, dass wir da reingehen können und die killen können. Das schaffen wir nicht. Da sehe ich schon ein Schloss da vorne an der Tür. Da komme ich wahrscheinlich nicht einfach so durch. Aber müssen wir anscheinend ja auch nicht. Hier sind schon mal Waffenteile, das ist gut. Ist die Frage, ob man da durchkommt. Wir testen es mal. Ich glaube, wir kommen da nicht durch. Wir testen es trotzdem mal. Die muss man wahrscheinlich aufschießen. Oder aufschlagen. Und beides macht Geräusche. Ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gesagt, dass das nicht so einfach ist. Aber nun gut, ist ja gut für uns. War das? Was war das? Mit dem hier Hupe ist das? Ich will einmal die Kisten zerstören hier. Vielleicht ist da was drin. Und dann gehen wir da rüber. Über den Zaun. Können wir schon rüberklettern, oder? Ich weiß es nicht, aber wir testen es mal. Nichts drin. Immerhin ein paar Teile. Ich glaube, kann man auf diese Kiste gehen und darüber klettern oder wird das zu laut? Beim Eingang ist er ja nicht zu sehen direkt, oder? Hm. Oh, das sieht doch auch wieder so dämlich nach einer beschissenen, bekackten Falle aus, oder? Da ist zumindest der Wagen da, der ist auf jeden Fall... Oh. Wir sind zumindest dicht dran. Das Tor hier, kann man das aufmachen? Nee. Das ist nur eine Flasche. Da müssen wir irgendwie rein, aber wie kommen wir da rein, ist die Frage.
brauche das dringender als du, Kumpel. Ach, komm schon. Oh, ärgerlich. Das ist ärgerlich. Ach, gehen wir ganz hier hin? Haben wir alles hergestellt jedenfalls? Ja, okay, das haben wir. Aber wir haben die ganzen, ach, wir haben die gleichen Waffenteile wieder. Das ist natürlich ganz gut. Warte mal. Denn... dann erhöhe ich auch die Feuerrate einmal. Weil das nervt mich gerade wirklich. Mit dem, okay. Okay, ist natürlich ganz schön langer Weg wieder zurück. Da fällt mir gerade ein. Obwohl, das war gar nicht so weit, ne? Ist das so clever, die Tür aufzutreten? Du Spacko? Natürlich nicht. So. So, schleichen uns wieder hier durch. Es war gerade echt ehrlich. Muss mir auch ein bisschen mehr Leben geben, glaube ich. So, wir gehen den gleichen Weg nochmal. Jetzt wissen wir, was passiert. Aber sie ist ja wirklich mal bastardhart. Ich weiß nicht, ob ich... ich glaube, ich mache mir gleich eine Schrotflintenkugel noch. Und dann werden wir das einsetzen. Okay. Habe ich nämlich gerechnet, dass der nochmal kommt. Wir haben gut erwischt. So, jetzt will ich mal ganz kurz hier auf die Herstellung gehen. Dann machen wir... das geht am Werk... an der Werkbank ist es günstiger, ne? Shit. An der Werkbank ist es tatsächlich günstiger. Okay. Mal probieren, ob wir das hinkriegen. Müssen wir hier durch? Dass er das einfach so durchhauen kann mit dem Messer. Ich meine, ganz ehrlich. Was für ein Typ, oder? Was war das? Da kann man auch fragen, was ist das und nicht was war das, ne? Nix. Ah, an hier Rauchpulver, scheiße. Okay. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Du sollst nur gut zielen. Okay.
War ein bisschen laut vielleicht. Was bringt uns das? Jetzt haben wir diese Waffe, die braucht er anscheinend gar nicht. Denn... ja. Hat das jetzt gar nicht so viel gebracht, ne? Aber hier rein komme ich trotzdem noch nicht. So richtig. Okay. Guck mal, ob hier in der Holzkissen was drin ist. Okay, nehmen wir mit. Aber wie kommen wir da jetzt rein? Ich hätte gedacht, dass er vielleicht mit dem Auto da reineiert, aber das macht er ja nicht. Können wir also nur von vorne reinkommen. Dafür müssen wir hier aber irgendwie rauskommen, ne? Okay. Geht's wahrscheinlich nur hier raus. So, dann schleichen wir uns einmal außen rum. Gucken wir, von da reinkommen. Ich hab durchgehend Angst, dass einer erwischt hier, ne? Zugegebenermaßen haben wir den jetzt gut gekillt, aber das hier sieht einfach nicht gesund aus. Soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesem... Okay. Das Ding ist auf. Das ist auch schon mal überhaupt nicht gesund. Klingt da noch irgendwas da oben? Sicherung. Okay, noch können wir ja nichts bauen bis jetzt. Also was in die Richtung geht. Aber hier können wir auf jeden Fall... Okay, da können wir uns auf jeden Fall anschauen. Lager von diesen... Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. James, Ryan hier, bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Okay, Besucherzentrum wieder. Hier drunter ist ein Lager? Da muss ich hin. Nein, da muss ich nicht so gerne hin. Ein neues Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Du wirst nie glauben, was... Na dann auf zum Besucherzentrum. Klar. So, Besucherzentrum, okay. Aber hier unter ist ein Lager. Wie kommen wir zum Lager? Okay. Mit einer Hebebühne runterkommen? Oder durch diese merkwürdige Tür hier? Da kommen wir nicht durch, okay. Das sind die beiden Türen, die rausgeführt haben. Er sagt, er hat im Lager eingesperrt, aber wie kommt man denn runter ins Lager, ist die Frage. Wie kommen wir denn ins Lager runter? Also anscheinend gar nicht. Von hier. Mal hier drin nochmal umgucken, ob da irgendwas ist.
Mann, komm schon! Bringt das jetzt nicht so viel gerade? Wahrscheinlich geht. Das geht doch garantiert ins Lager runter hier. Okay, das ist versperrt, da können wir nicht rein. Okay. Ja gut, dann werden wir zur Richtung ins Besucherzentrum machen müssen. Das wüsste ich jetzt nicht. Da sind welche in diesem Wagen drin, das hört man ja ganz locker, aber... Kann ich hier rein vielleicht? Nee. Den wollen wir auch nicht rausholen da, weil ich glaube, der wird uns auch platt machen. Ich weiß nicht, wie gut der da drüben gucken kann. Ich hoffe, er kann überhaupt nicht gut gucken. Damit wir nochmal locker hier vorbei sneaken können. Ja, viel gelaufen ist hier nicht, ne? Weil... Und ich muss mal zu dieser Dings wiederkommen hier, wie heißt sie? Tatjana, damit ich mal meine Fähigkeiten aufputschen kann. Jetzt haben wir genug grünes Zeug gesammelt eigentlich. Also einiges zumindest. Da müssen wir doch auf jeden Fall was erreichen können, oder nicht? Da muss ich ja wieder einen Spiegel für finden, ne? Hier rüber gehen, ohne dass das passiert. Hier sneaken wir nochmal. Wir sind ziemlich dicht dran am Besucherzentrum. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Kisten können wir nochmal zerstören hier. Vielleicht finden wir noch was. Ah, perfekt. Schießpulver auch nicht schlecht. Relativ dicht dran. Da reinkommen. Okay. Ich höre ein paar Schrittchen. Was ist das denn? Informationsblatt. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt, Charme und modernem Komfort. Umgeben von zahlreichen Naturwundern kommen Sie und erleben Sie einfache Zeiten, wo Sie wieder mit Ihrem warmherzigen, freundlichen Lächeln Ihre Mitbürger empfangen werden. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, der Sie mit offenen Armen empfängt. Das ist eine Pflanze, die schnappe ich mir. Da hat Lenz auch noch irgendwas. Ich glaube, hier können wir gehen, oder?
halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen hier. Sollten wir wieder langsam sneaken? Vielleicht sollten wir uns ein bisschen Munition machen. Einen machen wir davon. So, und hier auch noch mal einen. So. Erstmal noch so, nachladen. Da, gucken wir mal. Steht da? Don't go. Ist das an mich gerichtet? Okay. Wir müssen aber runtergehen, leider. Wir müssen sehen, was da passiert. Och. Da ist schon wieder einer gestorben. Guck. Ich dachte, leuchtet irgendwas. Diese Handschrift. Er schon wieder. Hey, Mann. Lassen Sie mich einfach gehen. Ich kann Sie in Sicherheit bringen. Sie haben Vorräte. Kommen Sie einfach mit. Ich bringe Sie hier raus. Sicherheit? Was ist daran so interessant? Warum sollte ich hier weg wollen? Dieser Ort ist noch nicht vollendet. Aber bald wird er perfekt sein. Ich brauche nur meine Muse und ihr Blut. Blut? Was zur Hölle stimmt nicht mit Ihnen? Nicht bewegen. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Hilfe! Hilf mir denn keiner! Nicht bewegen, habe ich gesagt. Also, Zeit für ein neues Werk. Scheiße, ey. Der Typ ist wirklich ein Psychopath. Pech gehabt, Ryan. Das soll also Kunst sein? Ist eher eine Hinrichtung. Die Kamera nimmt ein Bild des Opfers auf. Okay. Mehr kann man hier nicht machen, ne? Dann geht's wieder nach oben. Aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!